So, hallo und herzlich willkommen hier bei Assassin's Creed. Wir sind hier immer noch in der Arena. Und der Kollege hier wollen wir jetzt endlich töten. Wenn er mir mal sein Schild geben würde. So, wir werden schauen, dass wir uns hier auf den Beinen halten. Und ich hoffe mal, dass es ganz gut aussieht. Oh, oh. Na, hau ihn doch. Nein! Hm. Na, es könnte gut aussehen. Hm. Daneben. Na. Na, ich glaube, diesmal werden wir ihn kriegen. Spätestens, sobald das Teil aufgeladen ist, werden wir ihn kriegen. Jetzt kriegen wir ihn. Sehr schön. Okay. Und dann haben wir also alle erledigt. So, ich hoffe mal, dass jetzt dann fertig ist, ne? Schauen wir mal, was passiert. Wie geht's? Bist du auf einen? Ne, wir haben alle. Wir könnten es jetzt normal machen, aber ich gehe. Ist mir gleich. Wir haben sie alle erledigt. Schön. Das war ja auch schon ziemlich viel. Gut. Schauen wir mal, was wir hier. Kultisten. Was haben wir denn hier mit den Kultisten? Ach so, den haben wir ja besiegt, ne? Den haben wir besiegt. Sehr schön. Setze deine Odyssee fort. Verbundene Gegenstände. Okay. Das ist ja eigentlich unsere Schwester. Was haben wir mit dir? Sollen wir mal diese Folge ein bisschen auf Kultistenjagd gehen? Wir haben hier drei Stück, wo wir eigentlich gut jagen könnten. Gucken wir mal. So, ich würde sagen, wir meditieren mal, dass wir einen neuen Tag haben. So. Also Arena ist in für mich erledigt. So, Zagros, da sollten wir noch hin. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Ja. Und ist das auch erledigt? Und hoch. Bin ja froh, dass wir bei Assassin's Creed nicht immer auf die Wege angewiesen sind. Und dann einfach auch mal hier so einen Berg hochklettern. Ist ja ein richtig guter Freeclimber geworden, ne? So, hier oben holen wir unser Fokus mal nicht. Wir bleiben zu Fuß, weil hier können wir eh nicht gescheit reiten. So.
Aber hat sich ja schon doch ein bisschen gelohnt, muss ich sagen. Dass wir die Arena gemacht haben, haben auch lange genug vor uns hergeschoben, ne? So, dann schauen wir mal. Antike Tafel und drei Schätze. Da will ich jetzt gar nicht lange rummachen. Da ist ein Schatz. Da ist ein Höhleneingang. Na? Da ist ein Schatz. Wo ist denn die antike Tafel? Da ist auch ein Schatz. Okay, jetzt brauchen wir bloß noch die antike Tafel. Wo ist die? Da hat doch gerade was geblinkt. Ist die antike Tafel? Ist die unterirdisch? Hat sie einen Höhleneingang? Da ist ein Höhleneingang. Ja, dann wird die nur unterirdisch sein, nehme ich an. Ach, ich weiß auch, wo wir hier sind. Ja. Aber was er dafür verlangt hat, war lächerlich. Okay. Auf dich werden wir mal unseren Adler jagen. Und wir werden uns um die Schätze kümmern. Ja. Tschüss. Tschüss. Kommt ihr alle auf einmal jetzt hier oder wie, oder was kloppt ihr, mit wem ihr es zu tun habt? So. Ja. So, nächster Schatz. Da drinnen.
will aber wissen, wo diese antike Tafel ist. Nein, hebt man nicht auf. So, habe ich. Müsste noch ein dritter Schatz hier sein, aber wo? In der Höhle? Können wir holen. Ikarus uns nochmal zur Hilfe. Ah, da ist die Tafel, okay. Da ist der Schatz. Der Schatz ist da unten. Und da ist die Tafel. Okay. Schön. Ich glaube, das war die Festung, wo man damals mit dem sogenannten Minotauren... Ja. Mit dem Minotauren quasi seine Tochter befreit haben. Na, Alter, was machst du? Geh doch da hoch. Schön, dann haben wir das also erledigt. Wenn wir oben sind, gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. So, schauen wir mal. Wie ist das ist erledigt? Da müssen wir nicht mehr hin. Da ist ein Schmied. Schlachtfeld machen wir nicht. Ich würde sagen, wir werden hierhin gehen. In die Oktopusbucht. Und werden da weiterhin Queste erledigen. Das muss ich hier erstmal aus dem Kampfgebiet. So, zur Oktopusbucht. Wo wir hier eigentlich auch noch einen unentdeckten Anführer hätten. Ja, aber da habe ich... Nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust dazu. Wir gehen zum Kran von Eutrus. Oder Eutrus oder keine Ahnung. So, da unten steht er ja schon, wo wir hin möchten. Ja, ich bin da. Was ist passiert? Mein Mann wird vermisst. Er ging gestern zum Fischen nahe Anaffe und kam nicht zurück. Oho. Du machst dir zu Recht Sorgen. Wir müssen mal ein bisschen netter sein. Es geht um mehr als eine Frau, die ihren Mann vermisst. Ich fürchte, er schwebt in Gefahr. In welcher Gefahr? Piraten. Sie wurden erst kürzlich gesichtet. Ich sagte ihm, es sei zu gefährlich, aber wir brauchen das Geld, um den Schwertfisch zu bezahlen. Erzähl mir von dem Schwertfisch. Mein Mann weiß mehr über ihn als ich. Bitte, rette ihn und er wird dir alles erzählen. Wenn die Piraten ihn haben, ist er so gut wie tot. Ich kann nicht aufgeben. Er hat ein schnelles Boot. Wenn er die Piraten sah, wäre er zur nahen Küste geflohen. Ich rette deinen Mann. Aber nicht umsonst. Bitte, ich treibe das Geld auf. Bring ihn nur zurück. Ich suche nach deinem Mann. Wo fange ich am besten an? Sein liebstes Fischgebiet befindet sich bei der Westküste von Anaffe, nördlich von hier. Wenn er lebt, finde ich ihn. Okay, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall nicht hier in der Nähe. Westlich hat es geheißen. Das hier fangen und freilassen. Ja, wisst ihr was? Dann reißen wir mal kurz hier hoch, gehen dahin und erledigen das. Ja, also, was erledigt ist, ist erledigt. Zum Glück habe ich ja da die Flugpunkte schon freigeschaltet. Was heißt Flugpunkte? Die Reisepunkte. Sonst hätten wir jetzt da mit dem Schiff hochreisen müssen. So, da unten. Ne? Ist auch eine
Vulkaninsel ist schon richtig gut gemacht hier mit dem ganzen Vulkangestein. Ich laufe doch in die richtige Richtung, ne? Ja, da wollen wir hin. Und dann machen wir das schnell. Ikarus. Finde und rette den Fischer. Ich weiß nicht, brauchen wir da wirklich Ikarus dazu? Ich meine, das ist ja... Da ist er. Naja, ein bisschen rumprügeln und gut ist. So, hallo. So. Erledigt. Naja, das war jetzt nicht wirklich ein Problem hier. Meine Frau hat mich geschickt. Poseidon sei Dank. Die Piraten warten auf die Flut, um anzugreifen. Wir müssen sofort weg. Ich bringe dich zurück nach Heraklion. Bin direkt hinter dir. Wo ist er denn? Okay. Ist die Quest erledigt? Ja, ist erledigt. Dann reisen wir direkt wieder zurück und geben die Quest ab, dann brauchen wir da nicht weitermachen. Da unten wartet sie schon. So, wir waren mal schnell auf der Insel. Ich schulde dir so viel. Wie kann ich dir je danken? Meine Dienste sind teuer. Ich, ja. Natürlich. Du bist jede Drachme wert, keine Frage. Ich hätte mehr, doch weißt du, der Schwertfisch hat seinen Teil bereits eingetrieben. Ich sehe mir die Gewässer bei dem Leuchtfeuer an. So, Quest abgeschlossen. Gucken wir mal, was hier, die hier machen wir. Und auch noch ein unentdeckter Anführer. Ja, mit dem Anführer, das erledigen wir auch noch. So. Hallo. Zu Hilfe. Pass auf. Nee, die betet. Den Göttern sei Dank. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Stürme und die ungebändigte See haben uns heimgesucht. Poseidon ist erzürnt. Habt ihr es mit einem Opfer versucht? Ein einfaches Opfer wird ihn nicht besänftigen. Wir müssen ein Ritual durchführen. Doch das geht nicht ohne die zeremonielle Axt. Das? Das nennst du eine Axt? Damit kann sich ein Mann kaum rasieren. Die Axt von Arkalochori. Ich danke dir. Der Schwert. Ach, die haben wir irgendwie schon gefunden gehabt. Lass mich sie sehen. Nicht so schnell. Was willst du, Söldner? Was du mir schuldest. Diese Axt brächte mir auf der Agora gutes Geld ein. Du kannst sie nicht verkaufen. Gib sie zurück. Ich zahle. Nimm alles, was ich habe. Ja, hör damit. Die Axt ist dein Eigentum. Nimm sie. Hier. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Danke. Ich schulde dir mein Leben. Naja, das war einfach. Die hat man wohl irgendwo mal zwischendurch mal gefunden. So, okay, dann würde ich sagen, wir reisen dahin und werden hier mal ein bisschen aufräumen. Ja. Wir machen das jetzt ein bisschen Schnellverfahren. Oder wir machen das sogar in der nächsten Folge. Wir sind ja auch, haben ja die letzten zwei Folgen ein bisschen überzogen. Ein bisschen ist gut.
Aber egal, wir machen hier in der nächsten Folge weiter im Lagerhaus des Palastes. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Pass die Truhe nicht an. Das ist meine.